Ich habe gestern Jungs-WG ganz, ganz spät angefangen, ne? Und da gibt es so eine Folge. Also, kennst du einen Jungs-WG-Beef? Nee. Das ist for real der beste Beef, den ich je gesehen habe. Also, ich kannte den schon, der ist schon älter. Der hatte Trimax, Revi, hatte so ein bisschen slightly Beef. Rama war aber auch so involviert ein bisschen Revi und als Trimix hatten Moderator. Beef. Nein, 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 nicht miteinander, untereinander, aber die beiden hatten Beef mit einer Person von der Jungs-WG. Ah, okay, also Revi und Trimix hatten Beef mit Mit einer einer Person Person. von dem SWG. Okay, check, check. Genau. Und das war for real Content des Todes. Das ist so krass. Also ich Okay. check nicht, warum. Joel Weil. schreiben Leute. Joel, ja. Achso, scheiße. Weil. Ich weiß nicht, ob du das ähnlicher Meinung bist. Ich finde halt, sobald zum Beispiel jetzt ein Trimax Beef mit jemand hat, ist halt instant so lustig, weil halt Trimax ist ja jetzt nicht so jemand, der so per se Beef mit Leuten hat. Und der weiß halt auch gar nicht genau, wie man damit so umzugehen hat und so, Ja, ne? ja. Da ist alles so krass dann. Ey, eigentlich, du müsstest dir das Hab irgendwann da alles einen angucken coolen noch. Skin parat. Es ist Ist nicht das. so lange. Ja, wollen wir machen? Ich weiß nicht, ob. Also, es sind ein paar Minuten so. Es ist auf jeden Fall, du Was denkst, ab what geht's? the fuck passiert da, okay? Aber. Also, ich finde, ist es Content, glaube ich. Ich weiß nicht. Du musst sagen, wenn du sagst, es ist nicht so geiler Content. Ich weiß nicht. Ich finde es Ja, krank. okay, ja, easy, easy, lass machen. Okay, bist du Rand 00? Nee, Also, ich warte. erkläre dir kurz. Ja. Das Ganze ist, glaube ich, 7 oder 6 Jahre her gewesen, als Also die beiden links unten, Ah, okay, also ja. Amar und Joel, reagieren darauf, wie Trimax das vor 6 Jahren, glaube ich, geschaut Oh! hat. Oh, das kenne ich! Echt? Oh mein Gott, ich erinnere mich slightly, aber lass es trotzdem gucken. Und also das ist 6 Jahre her. Und Joel selbst ist ja auch nochmal, das ist ja dann, die gesamte WG ist noch viel länger her, ne? Das ist Ja. dann, also Okay, über dem. also ganz Und. kurz, also die Jungs-WG, ganz, die quasi das, was wir sehen, der, wo der kleine Junge Und sitzt dann da, stand sie damals Omega das Nu. ist Joel auch, der links unten Ja. dann sitzt. Das ist er Reaction auf sich Ja, selber genau. sozusagen bei Mädchen-WG, bei Jungs-WG. Und der Amar-Clip ist aber auch schon 6 Jahre her. Der Amar-Clip nicht. Also die Jungs haben. Also der Trimax, rechts unten ist ja Trimax, der Clip ist 6 Jahre her, glaube ich. Da steht 2 Jahre, aber I don't know. Was meinst du mit 2 Jahre? Nein, das ist Ja, 2 Jahre also, alt ist. ja, genau, weil das vor 2 Jahren sind links unten, also ist Amar und Joel dazugekommen, sozusagen. Warte, Also, was ist die letzte Reaction? Ist Joel und Tri Amar. Joel Ah, und, Joel und Amar reagieren auf genau. Trimax, der auf Jungs-WG reagiert. Genau. Und in dem Call, in der Reaction, ist auch Revi dabei. Okay, check. Mit Und das ist halt Amar lustig. und Joel Und oder mit Trimax? Okay, wir was gucken es meinst du? einfach. Ich glaube, wir checken es Also, gleich. wichtig ist auch, man sieht auf dem Bild jetzt hier gerade eben Joel mit seinem Neffen, der, glaube ich, 6 Monate alt ist, ne? Okay, ready. 3, 2, 3, 2, 1, los. Mein Neffe Thiago ist ja noch nicht so lange auf dieser Welt, aber ist perfekt in die Familie reingewachsen. An Thiago Super gefällt mir witzig, ihn einfach, zu sehen, ja? wenn wir spielen und er lächelt, da muss ich auch Das ist so lächeln. krass alles. Und einfach, wenn er Thiago hat gar glücklich keinen ist, Bock, bin ich siehst du auch das? Wer ist denn die Doch, doch, Stimme, ganz die da witzig. immer redet? Das ist Wenn er sich Revi. nicht will. Das ist Revi. Okay, du bist. Jetzt sein? Natürlich. Kannst du lächeln? Ja, ich Ich finde, erinnere mich Babys sind daran. so dumm, wirklich, die können gar nichts. Ey, du bist echt ein bisschen komisch, muss ich sagen, weil. Wieso beleidigt der denn Okay, du mit der Was hast du da gerade Revi-Art, gesagt? Ne? Ja. Er eckt halt gerne an. Ja. Und Amar versucht zu retten. Amar ist in der Ja, unangenehmsten Position hier. Amar ist in dem Thiago hat ganzen gar keinen Video Bock, siehst du das? W. Ja, Der doch. hat es so krass gut moderiert, finde ich. Das ist Ich finde, krank. Babys sind so dumm, wirklich, die können gar Boah, der Typ nichts. ist schon gut ätzend, muss man sagen. Ist jetzt meine persönliche Meinung dazu, aber. Ja, Kinder sind echt dumm, also es ist so ein bisschen so ein Thought, so, aber jedem seins. Aber für mich sehr, sehr cringe, der Typ. Also, aber weil was ich mal finde, was er man. macht das ja mit Absicht. Das ist Ja. ja so seine, wie nennt man das, seine in Anführungsstrichen Künstlerrolle. Ja. Und seine Künstlerrolle, die muss man nicht, die muss ja nicht jeder mögen. Nee, nee, Der auf jeden ist Fall nicht. privat, ich kenne ihn ja privat, da ist er anders. Okay. So, 100%. Nein, Revi Ja, ist man muss halt genauso überlegen, privat. ne, das ist, wie alt ist der? Er Das ist Cam, aber er lügt einfach. 26, 26 oder ja. so, ja. So, und reactet da halt gerade auf ein Baby. Aber okay, let's go. Aber Aber du jetzt. bist jetzt auch gerade nur so, weil das Du musst dich dein. jetzt schon mal Auf jeden vorstellen, Fall, weil natürlich, die auf jeden diskutieren Fall. schon die Weil ich hab ganze dir gesagt, Zeit, bin ne? keine Lass uns Person Pause des machen. öffentlichen Lebens, also Ja, es. okay. Die diskutieren jetzt ja die ganze Zeit schon darüber, ob das gut war oder nicht gut war, ne? Ja.
und achte mal gleich drauf. Ich glaube, Amar spult nämlich gleich zurück. Ja. Er macht dann gleich weiter und wie der Clip wieder weitergeht. Ich finde das so unglücklich geil. Es ist fast wie Comedy, dass das genau so weitergeht und wieder, was dann gleich gesagt wird. Ey, das ist so ein kranker Clip. Ready? Ey, ganz kurz 3. für die Zuschauer, dieser Joel links unten ist der, der auch da gerade dieses Baby gehalten hat. Und das ist halt sein eigener Cousin oder so, deswegen fuckt er sich gerade so darüber ab. Genau. Weil das eine halt nicht gecheckt hat im Chat. Okay, weiter geht's, ja. 3, 2, 3, 2, 1, los. Für mich fühlt sich das immer noch mal ein bisschen anders an, ja, wenn man meine Fam oder so reagiert. Ja, ja, verständlich. Verständlich, Chat, würde jeder so drauf reagieren. Die sabbern auch einfach immer, läuft immer Essen aus dem Mund raus. Die kann man nicht mehr essen. Ich finde auch, fand auch gerade das Kind von immer voll der Lauch von dir. Ja. Du Mistgeburt. Du bist echt, Bro. Ich sag, oder nicht? Du Mistgeburt. Du bist eine Mistgeburt. Diese Revi. Ich hab wirklich, Leute, ich hab echt versucht, die ganze Zeit, es tut mir leid, ne, die, aber ich hab wirklich... Mann, ist das so unangenehm berührt, Digga. Und ich hab auch niemanden aus der Liste beleidigt oder sonst was. Auch mein Tribe gesagt, das nächste Monat, der ist lau, ja, also weißt du? Und wie Max da auch rechts unten sitzt, ist so geil. Guck, wie der da grinst gerade. Dafür, dass du so unangenehm bist, ist ein sehr crazy thought, Digga. Muss man sagen, ist ein, ja, Bro, aber guck mal, das Ding ist, ich will dir ja keine Bühne geben, um meine Kollegen so... Weißt du bist auch mein Homie? Ja, Bro, aber das jetzt. Ja. Erstmal nochmal weiterhören. Ja, warte. Aber. Warte. Tut mir mal einen Gefallen. Du bist auch mein Homie, aber ich will dir ja keine Bühne geben, damit du auch andere. Na, Quatsch, das ist mein Fall. Gut, oder? Du musst dich ja nicht auf die gleiche Ebene begeben. Nee, definitiv. Weißt du, definitiv, was ich mein? Definitiv. Aber so, ich würde es gerne nochmal hören. So wie ich, weil das wirkt für mich jetzt gerade ein bisschen, sag ich dir ganz ehrlich. Und. Kanntest du das Video? Nö. Diese hier? Okay. Weil das ist für mich ein bisschen. Ich habe eine Grenze, so, weißt du? Und das hat die gerade gut angeknackst, muss ich sagen. Ja, aber ich würde es gerne nochmal hören. Nee, Bro, ganz ehrlich, weil sonst würde ich eher abbrechen. Ja. Real Talk, dann würde ich eher abbrechen, ja, bevor das ausartet. Nee, ich würde es aber, wir können es ja nochmal hören. Oh, ich will mich auf keinen Fall auf sein Niveau begeben, dass der klappt. Geil. Wenn das ist so unangenehm, oder? Ne? Ja, ja, aber, das ist, aber oh, es wird vielleicht jetzt ein Comedy, weil wir jetzt wieder zurückgespult. Und du hast recht. Wenn du halt echt Trimax und Revi kennst, ne, ist das so krass einfach, weil die beiden ja so... Lass geschoben. Ja. Sag nochmal. Die beiden labern ja nur Bullshit, ne? Ja, ja, die labern ja, die machen den Mund auf, die meinen ja nichts ernst, so. Also, Digga, das ist ja so, for real, das ist so geil daran, dass du jetzt so weißt, du hast da so zwei Trolls sitzen, ja, die dann ja, nur ja, Scheiße labern, ja, ja. Die gucken sich da direkt an und labern halt so, das Baby ist Lauch und du check, also ich check aber auch natürlich, wenn du die nicht kennst und so und wenn du das ja, auch so ja, ja, normal, so, deine Familie, das, genau. Genau so, und sie auch so von wegen bloßgestellt, so die reagieren dann nur drauf, so, man checkt das ja schon. Aber das ist halt so, weil es Trimax und Revi sind, so die beiden, so die Arten YouTube-Deutscher, so Twitch-Deutscher, irgendwie so, gerade die, weißt du? Ja, ja, ich check. Oh, das ist so geil. Krass. Okay, lass weiter gucken, oder? Eigentlich fehlt nur, es fehlt eigentlich nur so ein Rumata, der auch noch was einwirft. Oh mein Gott! Das ja, wäre halt insane, ja, so, der ja, so sagt so, ja, wahrscheinlich studiert der nicht mal Atomphysik oder so. Bro, so, checkst du, so, der wirft yeah, das einfach so rein. Oh. Ja, ready, 3:28, okay? Ja, bin ich auch. 3, 2, 3, 2, 1, los. Ich und kenn dich, Bingo. Und die würden da irgendwas dagegen machen. Genauso würde ich genauso dafür einstehen, wie ich jetzt für die einstehe. Hm. Ja, ja, ist auch völlig, ja, völlig in Ordnung. So, aber Missgeburt. Missgeburt. Oder Chat, Missgeburt. Ja, natürlich, du hast ja recht. Du hast ja, 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 recht. Man, ich kenn dich nicht, ich kenn dich. Ja. Und dann ist es halt irgendwie ausgerastet. Auf jeden Fall, weil was es auch nochmal gibt, Leute, ist das, was ich vorhin gesagt habe. Nee, halt ich hab einfach nur wiederholt nochmal. Und in real life, kannst du auch belangt werden grundsätzlich so, ne, für was du sagst im Internet. Das ist jetzt nicht, weil im Internet ist nicht so eine Luftblase, wo die Sachen irgendwie verschwinden und das kein persönlich mehr angreift. Das meine ich damit. So, hast du recht. So, und es hat schon einen Grund, warum man nicht, wie gesagt, du kannst dir das anschauen, aber ich möchte nicht, dass du dich auf deren, also auf deren Niveau begibst. Da hast du recht, ja. Weißt du, aber es ist gut, dass du es wenigstens sagst, dass es deren Niveau ist, dass das so ist. Ja, aber ich habe ja die ganze Zeit, ich habe ja niemanden beleidigt und bin ja auch vor allem habe ich ja vor Anfang gesagt, dass ich, oder er hat dreimal Missgeburt gesagt. Ich habe mir schon gedacht, weißt, dass ich habe mir schon gedacht, dass die Dings hier ist, aber ich würde es nochmal hören, Bro. Weil ich, okay, jetzt wir hören es nochmal. Oh nein, jetzt schwul ich zurück. Oh nein. Okay. Und vor allem auch, es geht um Baby. Gerade in der Szene, weißt du? Und Baby? Das ist doch auch, das ist auch kein Content mehr, oder? Das ist auch nicht mehr witzig. Also, das ist schon ach, sehr witzig, muss ich sagen. Ich das eine. Lauch ist schon mich, krass. schon sehr witzig. Mein Neffen anzugreifen, der Baby ist, der sich nicht mal verteidigen kann. Und ich weiß, dass alle die, es sind ja nicht die einzigen YouTuber, die da Reactions drauf gemacht haben, aber
sich so aufzugeilen an so 13-jährigen Jungs so extrem ist schon ein bisschen cringe an sich. Aber wenn es jetzt ums Baby geht, ist nochmal ein bisschen verrückter. Aber ich will es mir nochmal anhören, weil es gibt Ehre, es gibt ehrenlose Aktionen und ehrenlose Aktionen würde ich niemals in meinem Leben einfach so stehen lassen. Ja, sondern da gibt es dann auch meine Reaction zu. Genauso wie die eine Plattform haben und ihre. Wo biegt er jetzt ab? Aber das ist mein Stream. Ja, natürlich. Okay. Let's go. Ich finde Babys sind so dumm, wirklich, die können gar nichts. Aber er hat Babys gesagt. Ja, 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 ja. Ich finde Babys. Ja. Wie der das so sagt. Ja, ja. Immer Essen aus dem Mund. Ist für mich ist, warte, für mich ist es halt mega cringe. Ich kenne euch beide und ich stehe für beide Seiten ein. Ja, ist, okay? Bist du Recht bleibt aber Recht und Unrecht bleibt immer Unrecht. Weißt genau. Du selber, Bro. Ja, das sind zwei verschiedene Dinge. Wie kann man nicht mal essen? Was war das gerade für ein Statement? Ich fand auch gerade, das Kind wurde immer voll der Lauf, fand ich. Ja. Das würde ich einfach umklatschen. Ja. Was? Das würde ich einfach umklatschen. Aber guck mal, warte, hör weiter zu. Hör weiter zu. Du Missgeburt, so Digga. Was? Ich würde dich umklatschen mit einer Schelle, Digga, du Jockel. Wie kannst du denn sagen, was ist das für ein Humor, dass du sagst, du würdest ein Baby umklatschen? Bro, das ist doch kein Humor mehr, Digga. Das ist deren Humor. Das ist kein Humor. Das Baby, wenn ich mal gerade sieht, weißt du? 2, 3, 4 Millionen Follower. Dieser Blick so, ich, ja? Oh mein Gott, wer ist, der, wer ist dieser Revi? Sag mir das doch mal in Real Life. Du würdest nicht mal vor mich stehen und mir sagen, dass ich Mundgeruch habe, wenn ich das hätte. Weißt du, was ich meine? So. Und dann würdest du sagen, dass du meinen Neffen umklatschen willst. Der Neffe muss sich das doch jetzt angucken. Weißt du, was ich meine? Der wird sich das irgendwann im Internet ansehen. Bro, der wird das auch lustig finden. Wieso hast du zugelassen, dass er irgendein Typ im Internet sagt, der das nicht in echt sagen würde, dass du, dass er mich auch umklatschen will oder sonst was? Auch wenn es nur ein Humor ist. Ja, mir ist klar, dass niemand ein Baby ins Gesicht hauen will. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber Digga, du kannst doch nicht im Internet sitzen und sagen, dass du ein Kind ins, ich wäre so ungern am Mann der Situation. Digga, Alter. Hätte ich nicht, ich aber dachte, ihr macht's ein bisschen lustig. Ja, macht's gut, Amma macht's gesagt, ehrlich gut. Aber ihr seid wirklich richtige Jockels, weil, also, richtige Schuhlecker. Gleich kommt so ein Kirsch. Ja, ist so. Ja, es ist meine persönliche Meinung, genauso wie ihr es gerade. Oh! Zack. Gemutet. Und jetzt ging also die Story voll lang weiter. So, die waren gemutet, dann haben wir gleich einen Raum verlassen und so. Und dann gab's Telefonate. Oh, shit. Und dann gab's Telefonate. Und. Also währenddessen hat Revi gestreamt und Max gestreamt. Ja. Und jetzt geht die Storyline sozusagen bei Max weiter. Gibt's noch ein Video? Es gibt noch ein Video. Ja! Es gibt zwei Videos, aber da muss man das gesondert so sehen, warte. Ey, Bro, das ist aber, also wirklich, wie du meintest, Bro, das hat Amar wirklich gut gelöst. Ja. Weil Amar ist wirklich in so einer Komm gleich wieder, Chat. Weil das Ding ist, ich check auch irgendwo, woher jetzt der Typ kommt, so. Aber das sind einfach so, als hätte man zwei Humorgruppen aufeinander prallen lassen, die so gar nichts miteinander zu tun haben. So, er, für ihn ist das so gar. Digga, ist das für ein Video hier, Bruder? Für ihn ist es so gar nicht lustig. Und für Revi und so und für alle anderen ist es halt mega funny. So, und du bist dann in der Mitte, bist an der Mar und willst jetzt halt gerade den Typen neben dir jetzt nicht abfacken und dass er mal die Fresse halten soll. Du willst jetzt aber auch nicht deine Jungs halt einfach da 2 Stunden roasten lassen. Ja, eben so Plattform bieten. Und deswegen hat er das so, der hat beiden Ansagen gedrückt, so. Ja. Und es war perfekt, so irgendwie. Ja. So. Oh, herrlich. Zwei Sachen. Nee, Revi ist eigentlich nie lustig. Aber Revi ist schon sehr lustig oft. In so einem Kontext ist er halt lustig. Revi ist underrated manchmal, auf jeden Fall. Vor allem zu dem Zeitpunkt war ja er auch noch nicht shredded, Revi, ne? Der ist ja noch nicht so trainieren. Das heißt, das ist ja noch, auch da wird es so, ich klatsch den um, so. Und er meint auch irgendwie, wie viele Babys würdest du umklatschen? Oder irgendwie sowas hat er gesagt. Bro, ey, ist das geil. Oh, geil, es kam ein neues AP-Video raus. Ein neues Simplicissimus-Video, meine ich. Okay. Aber über die AfD, über die AfD. Okay. Sorry, Digga. Sorry. Okay. Rein ins neue AfD-Video. Bro. Ich meine, Simplicissimus, Leute. Stopp. Nee, lass mal das hier. Also, da müssen wir eher skippen, weil das ist, wie gesagt, das ist, finde ich, aber auch für mich Comedy. Weil da kommt er live und bekommt mit, dass er einen Shitstorm gerade hat, okay? Ja. Okay. Ready, Leute, ich finde, das ist für mich, Digga, diese Person, die ist so, das ist 0-0, ready? Ja. 3, 2, 3, 2, 1, los. Der komplette Chat ist voll, ich habe Low Beef, du hast Low Beef. Es gibt dicken Low Beef, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Low Beef. Amar hat, das VOD ist mittlerweile gelöscht, Amar hat im Stream zusammen mit das Caruso, der das aus der Jungs-WG ein Video reacted, wo du mit Revi drauf reacted hättest und ich glaube eigentlich hat Revi
so ein bisschen Beef. Zumindest hat er gerade deswegen auch so viele Zuschauer und telefoniert auf stumm geschaltet die ganze Zeit, weil der Typ aus der Jungs-WG das nicht so lustig fand, was ihr da gesagt habt am Ende. Also es ging da darum, dass der Junge... Auch wenn er jetzt so sachlich aufgearbeitet wird, ist so lustig. Hatte da, war da irgendwie ein kleines Baby und das Topic, worüber ihr geredet habt, war, wie viele Babys ihr im Kampf besiegen könntet. Ja. Er hat es anscheinend so aufgefasst, dass ihr darüber geredet habt, dass es wie so ein Mr. Beast-Video einfach, ey. Und dann wurde er ziemlich sauer und dann ist er und Amar sind zusammen aus dem Stream gegangen, weil er sehr, sehr sauer wurde. Was für ein Scheiß. Das glaube ich nicht. Digga, das glaube ich nicht. Das ist so krass. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Nein. Also irgendwie hat Revi wohl irgendwie so einen Satz gesagt, von wegen so, ich würde den voll wegklatschen. Und das fand er nicht gut. Ja. Oh mein Gott, das haben wir doch schon 1 Million Mal gemacht. Also den Gag, dass Chef Strobel durch eine Herde 11-Jährige schlittert auf der Gamescom mit ausgestreckten Fäusten und sich ultraschnell dreht und seine Ult zündet, den haben wir doch schon 100 Mal gebracht. Sau stumpfer, simpler Family-Guy-Humor. Riesenmetzelei. Ich als 2-Meter-Typ gegen 30 8-Jährige. Dann epische Kriegsmusik hinterlegt und eine ultimative Schlacht. Ganz normaler, lustiger Gag. Und daraus ist jetzt ein Beef entstanden. Der kennt euch nicht. Gar nicht lustig, nein. Oh. Er hat komplett ausgepackt einfach. Er hat so aufgebauscht. Die Ulzen. Nein, der ist da echt mal. Das ist. Der ganze Chat war voll. Du hast Beef. Und das ist der Grund? Ich finde das so lustig, dass jetzt halt echt seine Gedanken auf der Gamescom sind. So, weißt du, er macht Autogrammkarten oder Unterschriften für eine riesige Schlange und er denkt sich, okay, würden die jetzt alle mich angreifen, nach wie vielen gehe ich down? Das ist so krass. Wie viele können dich so mit dem Stift lenken so und keine Ahnung, wenn die jetzt alle herrennen, also seine Zuschauer, so die 7, 8, so bam, 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 ich lasse die um. Unspektakulär, unglaublich zugleich. Und jetzt kommt der andere Part. Kannst du wegmachen? Jetzt, also das war eben die Vorgeschichte und dann haben die telefoniert und jetzt siehst du, das Ende des Telefonats ist auch überkrass. Ready? Okay, ja, holy shit, ja, zieh runter. 3, 2, 1, los. Okay, das war jetzt muted die ganze Zeit, ne? So mäßig. Genau, halbe Stunde. Der Blick allein schon jetzt. Hallo? 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 Na? Ich hab das Gefühl, den Steg jetzt schon 1000 Mal geguckt. Ich hab jetzt gerade mit dem telefoniert. Der ist stinksauer, weil wir seinen Neffen als für uns absolut, als ich glaube auch für alle der Zuschauer, in der Reaction als Lauch bezeichnet haben. Der ist 6 Monate alt, das ist ein Baby. Weißt du, was ich meine? An der Stelle hier nochmal, das war absolut null persönlich auf diese Person drauf angewendet. Es ist einfach, und da bleibe ich immer noch dabei, es ist nicht witzig, sich über den 6 Monate alten Neffen lustig zu machen, sondern es ist lustig, ein 6 Monate altes Kind, fast schon neugeboren, als Lauch zu betiteln. Ja, das ist so echt lustig. Hat so der Anwalt ihm gesagt. Ja, ist so. Das war komplett 0,0 persönlich gemeint gegen den Neffen. Das ist jetzt auch schon 7 Jahre her. Ja. Ja. Ja, ihr habt es jetzt also geklärt. Achtung. Ich glaube noch nicht ganz. So, was ich jetzt noch bei Revis Stream mitbekommen habe, ist, dass der auch irgendwie mit Amar oder mit ihm telefoniert hat und die das jetzt wohl irgendwie geklärt haben. Ja, okay. Er will in die nächste Runde. Auf jeden Fall. Ja, 7 Jahre her, aber selbst T-Shirt. Ja. Bro. Das ist T-Shirt mit Loch, oder? Sauer. Ich kann es dir nochmal sagen, weil wir den seinen 6 Monate alten Neffen damals vor 7 Jahren als Lauch bezeichnet haben. Einfach natürlich als logischerweise Gag. Ich meine, wenn du 6 Monate alt bist, wer ist, weißt du, was ich meine? Wer sieht mit 6 Monaten aus wie Arnold Schwarzenegger? Er fühlt sich jetzt halt in der, dass seine Familie da angegriffen wurde, dass es eine persönliche Beleidigung ist. Was es absolut nicht ist.
falls das in irgendeiner Art und Weise rüberkommen sollte. Oder auch den Beef habe ich gar nicht so geil wahrgenommen. Ja, mega geil. Entschuldige ich mich. Weil der ist ja nicht dafür, super schlimm, weißt du? Das finde ich so geil an dem. Niemand ist so, werden irgendwie zu Schaden kommen. Es ist einfach so Comedy, weil so die Arzten, die mitmachen, halt alle so humoristisch. Also das ist geil. Scheiße. Ach, geil. Ist jetzt auch low, der fühlt sich halt komplett angegriffen und beleidigt. Das ist jetzt, macht mir natürlich auch ein schlechtes Gewissen. Es war in diesem Moment ein guter Gag, aber es war ein Hammer-Gag, no joke. Ich sag mal, 99,99% verstehen den Witz und 0,02% verstehen es falsch. Max, der sich rechtfertigen muss für Gags, ist so geil. Oh, das könnte ein eigenes Format sein. Oh, es gibt noch Revis, Entschuldigung. Können wir das noch gucken? Ich glaube, die war leider nicht so content, weil er. Also wenn du den Revis siehst, du denkst dir, das ist ein anderer Revi damals gewesen. Der hat irgendwie. Wir können mal reingucken, ready? Ja. 3, 2, 1, los. Reingekommen sind. In der Zwischenzeit, ich kann dich kurz updaten, was passiert ist. Riesel einfach dabei. Riesel Moderator. Ja, ist so. Die ganze Zeit, deutsches weil du warst ja nur auf Mute. Dann haben wir reingeguckt bei Trimax, genau in dem Augenblick. Wo ihm erzählt wurde, wie Fußballkommentator, ne? Ja. Und er konnte wie so im Radio, wenn die so beschreiben. Nachvollziehen. Gesagt, Alter, ich auch nicht. Ich habe gerade Jokes. Pass auf. Die machen wir immer. Ja, aber das ist halt das Ding. Ich muss jetzt mal ganz kurz eine Lanze brechen so und ich werde auch gleich noch ganz kurz zwei Zeilen auf Instagram dazu machen so. Ich will diese Sache jetzt schnellstmöglich irgendwie auffassen. Ich mache das aber nicht, weil ich und das möchte ich jetzt hier noch mal ganz kurz klarstellen. Ich mache das jetzt nicht, weil ich Angst. Der Revi hat einen ganz komischen Dialekt da. Ja, er redet ganz anders, er redet so ein bisschen asozial da. Wenn sich jemand in seinem Sein, in seiner Ehre oder in seiner Familie irgendwie von mir angegriffen wird, okay? Und angegriffen fühlt und verletzt fühlt, dann komme ich dieser Person logischerweise entgegen und entschuldige mich dafür. Weil das Letzte, was ich ja machen möchte, ist irgendwelchen Leuten hier, Digga, ihre Existenzgrundlage oder Beziehungen zu ihrer Familie zu verschlechtern, das will ich alles nicht. Das will ich alles nicht. Der ich will, dass ganz Leute entspannt anders, ne? mit mir lachen können oder über mich lachen können, aber nicht wegen mir durch irgendeine Scheiße gehen. So, wisst ihr, was ich meine? Deshalb mache ich das jetzt. Punkt um. So, ich habe gerade mit ihm, halbe Stunde telefoniert. Es sind auch ein paar Sachen. Das war auf jeden Fall eine Weile. Es sind ein paar Sachen gesagt worden. Wir haben dich gesehen dabei und wir haben gesehen, dass du viel aufmerksam zugehört hast. Ich habe sehr viel zugehört. Ich habe mir auch sehr viele Sachen an den Kopf werfen lassen. Ich weiß nicht, wie oft ich oder meine Familie auch beleidigt worden sind. Aber das ist mir auch persönlich egal, weil ich seine Rage danach. Aber von Amar kann. Wahrscheinlich. Ich werde da jetzt auch nicht großes Ding draus machen. Ich möchte. Bro, crazy, Digga. Crazy, dass es so eskaliert ist. Funny, Bro. Die Frage bei Kevin ist, wie viele...